Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Burkhard Plath. Ich bin Cellolehrer an der Koblenzer Musikschule. Und normalerweise würden wir uns jetzt bald beim Tag der offenen Tür sehen. Ich würde was über das Cello erzählen. Ihr könntet das alle ausprobieren. Das geht dies Jahr ja leider nicht. Deswegen erzähle ich euch hier ein bisschen was. Zeige euch, was man mit dem Cello alles anstellen kann. Ganz kurz ein kleines Liedchen spielen. Ein Stück spielen, zum Beispiel, was ihr vielleicht schon mal gehört habt, aus dem Karneval der Tiere. Das waren jetzt ein paar ruhige Töne, ein paar hohe Töne auch. Man kann auf dem Cello auch tief spielen. Man kann die tiefen Sachen etwas rockiger spielen, wenn man jetzt mal ein bisschen Rock machen möchte. Wir können auf dem Cello zupfen, dann nehmen wir unseren Bogen weg und spielen einfach mal ein paar gezupfte Töne. Wir können auch probieren, wie eine Gitarre zu klingen. Ja, also ein Cello kann auch mal sowas machen. Meistens nehmen wir dann doch den Bogen, das ist dieses Ding hier. Damit klingt es einfach noch ein bisschen schöner. Oder es klingt mehr nach Cello. Zum Schluss spiele ich euch noch einen kleinen, den Anfang einer Sonate, den man so manchmal auch nach einem Jahr oder zwei Jahren schon spielen kann. Das klingt dann schon richtig cool nach Cello. Wollt, wie es weitergeht, dann kommt doch mal in der Musikschule vorbei. Und wer schon wissen, weiß, dass er unbedingt Cello spielen möchte, meldet euch an. Wir freuen uns auf euch und bis bald. Tschüss!